Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und was haben wir denn heute auf dem Programm? Was ist das denn? Ich befürchte, wir brauchen die und die. Grundsätzlich. Brauchen wir die. Die. Brauchen wir denn noch? Was können wir denn noch gebrauchen? Die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Wir brauchen eigentlich alles, was gegen das Vieh da vorgehen kann. Das können wir mal so verallgemeinern. Tja. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Ja, das passt eigentlich ganz gut so. Das dürfte funktionieren. Gucken, wie viel Waste wir haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Gucken wir gleich. Kommt gleich der erste Zombie. Oder nicht? Doch. Zwei Waves haben wir. Gut. Das ist für eine Folge ja ganz. Ist das für eine Folge? Versteht ihr? Das war jetzt doof von mir. Na komm schon, gib mir Sonne. Sonne. Ach, shit. Shitte. Da muss jetzt aber Butter kommen hier. Machen wir Butter bei die Fische. Ich hab Angst. Vor allen Dingen, weil jetzt da unten sich dasselbe Problem auftut schon wieder. Und hier oben haben wir ja auch das Problem. Oh Gott. Das wird nix. Ah! Wir haben schon verkackt, weil wir das erste Mal den Maiskolben so verkackt gesetzt haben. Oh Mann. Man muss jetzt ein bisschen gucken, weil es ist einfach verkackt schon von Anfang an und das merkt man dann auch. Jetzt kommt nämlich hier schon einer und wir haben so wenig Sonnenlicht. Alter Verwalter, das ist, könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden. So, jetzt aber richtig gesetzt hier. Wobei, so weit, das mag immer noch gehen, wenn er so ein bisschen Platz noch hat. Aber ansonsten ist echt schwierig. Was will denn das? Wieso kommen die denn so schnell hierher? Hier muss... Hier oder hier? Hier. Da muss jetzt schnellstens ein Nüsschen hin. Oh, da oben kommt ja auch schon einer. Oh Gott. Ja, er kann ihn mit Butter ein bisschen hinhalten. Aber aufhalten wird er ihn damit nicht. So. Wir brauchen natürlich mehr Sonnenlicht. Immer. Falls es sehr eng wird, können wir immer noch einen Pumpkin setzen. Ich sehe momentan auch irgendwie, dass es sehr eng werden wird. Falls jetzt nicht gleich ein Wunder passiert. Ich setze mal jetzt noch nichts. Und hoffe mal, dass da noch... Oh, hier kommt ja auch schon einer. Okay, sie haben ihn down. Das ist gut. Ja, das nächste Nüsschen müssen wir im Prinzip auch schon setzen. Wir setzen erstmal die Sonnenblumen hier. Sunflowers. So. Bitte, hier noch eine Sunflower. Hier muss da noch einer hin, so. Und die letzten zwei Sonnenblumen, hier noch einer. Hier muss auch dringend jetzt was hin. Komm schon. So. Immerhin ist schon mal der Topf gebaut worden. So, hier unten der. Also eigentlich sind wir ganz gut dabei, will ich mal sagen. So.
Also jetzt mittlerweile, dafür, dass wir so einen verkackten Start hatten, geht's ganz gut. So. Blumentopf. 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 So. Hier noch eine Tornat hin. Hier kommen wieder die Chomper dahinter, wie eh und je. Das braucht aber halt alles ein bisschen Zeit. Aber im Moment, ich glaube, der große Zombie kommt erst in der Final Wave. Also ich hoffe es zumindest schon mal. So. Ja, läuft eigentlich. Nein, er kommt. Das ist natürlich... What? 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 I say what? I say what? Bitte, friss den auf. Bitte, 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 sag mir, dass ich den auffressen kann. Nein! Komm schon, komm schon! Alter, das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Scheiße, 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 scheiße! 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 Ich kann mich auch nicht um die anderen Probleme kümmern. Oh Gott! Seriously! Der kann einfach mal alles zerstören und braucht 500.000 Schläge, bis er mal drauf geht. Was zur Hölle? Alter! Bleib mal ganz luftig. So. Jetzt könnte er da ein bisschen knuspern. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe erstmal den Riesentypen. Also da muss ich mir echt die alle Bomben und alles für die Final Wave aufheben. Weil das geht ja immer übelst ab. Also, ich war jetzt schon leicht irritiert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt geht's schon wieder los, Alter. Da ist schon wieder alles im Arsch. Was zur verfickten Hölle. Okay, auf der Lane kommt schon mal nichts mehr. Alter. Das ist aber auch jetzt schwierig auf einmal. Wie kommt denn das? Ist ja nicht so, als ob wir am Ende des Spiels wären oder so. Aber ist schon heftig jetzt. Also wenn ich so mit Anfang des Spiels vergleiche, so ein paar Zombies da klatschen. Ist es jetzt schon recht schwierig geworden. Muss ich ja schon mal so sagen. Vor allen Dingen, wenn so ein Zombie kommt, der einfach mal 500.000 mal größer ist als alle anderen und einfach mal alles one-hittet. Das ist schon kein Zuckerschlecken mehr. Ich überlege mir, ob ich hier die Chomper weglasse und einfach nur noch auf Butterwerfer gehe. Aber ist eigentlich auch nicht die richtige Taktik, so, wenn man sich's überlegt. So, ich kann die Nüsse hier nochmal extra irgendwie schützen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Huge Wave. So, this is approaching. Jetzt ist die Final Wave. Ich muss Sonnenlicht sammeln. Sonnenlicht, Sonnenlicht. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr. Alter, 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 Alter. Alter, hab ich einen Schiss. Hab ich einen Schiss vor dem Vieh. Ah. Okay, okay, er ist down. Down. Okay, der Mini-Zombie ist auch down. Alter Finne. So. Heilige Scheiße, Alter. What the fuck? Das war kein Zuckerschlecken. Meine Güte. Das Heavy Damage to Group of Zombies. So,
Und die werden wir auch in der nächsten Folge einsetzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.